Das Thema Impfen in Corona-Zeiten und vor allem das Thema der Durchimpfungsrate, das beschäftigt im Moment nicht nur die Experten, sondern man kann sagen, ganz Österreich. Die 3G-Regel am Arbeitsplatz, die soll, wenn es nach der Bundesregierung geht, eher früher als später kommen und für eine generelle Impfpflicht am Arbeitsplatz, also nicht nur 3G, sprechen sich Vertreter des Arbeiter-Samariter-Bundes und der Ärztekammer, nämlich der Präsident Thomas Sekeresch, aus. Bei einer Pressekonferenz am Montag wurde dieses Thema 1G am Arbeitsplatz besprochen und vor allem in Gesundheitsbereichen, sprich auch in der Versorgung und Versorgungsarbeit, die der Arbeiter-Samariter-Bund arbeitet, wird eine 1G-Regel angedacht. Mittlerweile ist diese 1G-Regel beim Arbeiter-Samariter-Bund schon Realität. Das große Problem und Herausforderung für den Arbeiter-Samariter-Bund ist nun, dass Zivildiener, die sich für einen Zivildienst entschieden haben, nicht geimpft werden müssen bzw. dürfen. Es gibt hier nach wie vor eine freie Wahl. Daher wünscht sich der Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes Hundsmüller, wie auch der Bundeschefarzt Gruschka und natürlich auch der Ärztekammerpräsident Thomas Sekeresch, eine entsprechende gesetzliche Grundlage, wonach Zivildiener, sollten sie sich für diesen entschieden haben, automatisch auch geimpft werden können. Der Arbeiter-Samariter-Bund beschäftigt rund 1500 Zivildiener.